Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard. Und ihr seht, ich habe Kosmetik komplett ausgestellt jetzt. Denn, ja, wir wollen ja sehen, was wir am Körper haben. Und was haben wir denn jetzt alles? Ja, noch unsere Standardausrüstung. Segenspunkte haben wir. 4 Stück. Schwertbeherrschung. Verfügbar. Erhöht den Schaden mit Schwert um 20%. Erwerben. Langlebiges Werkzeug. Langlebige Waffen. Langlebige Rüstung. Langlebiges Schild. Ich blocke sehr selten. Ne? Hier gibt es sehr viel. Belebe dich selbst wieder. Okay. Ulz-Schritt. Du lässt beim Rückwärtssprung Pfeile regnen. What the fuck? Okay. Hier gibt es wirklich sehr, 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 sehr viel. Schnelle Wiederbelebung. Sichere Wiederbelebung. Ertrage Schläge, ohne unterbrochen zu werden, wenn du einen Verbündeten heilst. Die goldenen Äpfel der Jugend befähigen dich, binnen eines Augenblicks Verbündete wiederzubeleben. Ja, das brauche ich nicht, weil... Heilige Wiederbelebung. Das braucht man nicht, weil wir ja alleine spielen. Rationierung. Was ist denn das hier? Gnade des Nordlichts. Passive LP-Generierung. Das wäre geil. Hier um 6% und da um 3%. Beherztes Zugreifen. Verdoppelt die Menge an Zutaten durch Sammeln. Oh, das wäre auch geil. Du erhältst eine Chance von 60% den höchsten Kombo-Schaden zu verursachen. Du betäubst Gegner in Sprossradius. Einige erhalten die Chance, heilende Sprösse des Weltenbaums herbeizurufen, wenn Ziele mit Kombo-Angriffen getroffen werden. Je höher dein Level ist, desto mehr Heilung bewirken sie. Okay, das hört sich auch geil an. Wir machen einmal das hier. Wenn Gegner mit Kombo-Angriffen getroffen werden, verringert sich beides, ihre Rüstung und ihr Schaden. Oha! Wo waren das andere? Das hier mit der passiven LP-Generierung. Das machen wir einfach mal. So. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Bootsanleger. Uraltenkern. Holzfällerstand. Bergbaustand. Gerberstand. Da brauchen wir noch Fell. Genau, wir brauchen noch Fell für irgendwas zum Aufwerten. Ne? Dann bauen wir erst einmal das und das. Ja, das war's dann erst einmal. Wo ballern wir denn Ditte hin? Hier einmal drehen. Mal hier eins hinmachen, da eins, kann man da noch eins hinhauen. Okay. Eins. Zwei. Holzbrett erfordert Stufe 2. Behauener Stein, Schmiedeisen. Alte Stufe 2. Wir müssen halt Ressourcen farmen. Vor allem Fell brauchen wir. Wir brauchen Fell, Fell, Fell. Und irgendwo gab es doch Hundis. Ich hoffe, die sind schon wieder nachgespawnt. Boah, cool. Nö. Habt ihr das gesehen? Der wollte mich einfach angreifen. Der traut sich was. Gibt's hier was zu looten? Nö, anscheinend nicht. Schade. Ich brauch Fell. Die Hunde sollten sich mal zeigen.
Stückchen. Feuerstein. Stückchen. Irgendeine Pflanze. Hexenkrautextrakt. Hunde! Ich glaube nicht, dass das ausgereicht hat, oder? Oh. Zerbrochen. Oh. Scheiße. Ich weiß gar nicht, welches ich davon brauche, aber es reicht nicht aus. Oh, eine grüne. Was ist mit der? Erhöht den verursachten Schaden, der durch alle Krugtypen ausgelöst wird. Hey, was will ich denn damit? Krugtypen, das sind doch hier diese, wie heißen sie? Da, diese Bomben. Oh, ich kann das nicht mehr abernten. Und nein, da werde ich noch nicht reingehen. Ich müsste eigentlich zurück meine Picke reparieren. Ohne Picke kann ich auch nichts mehr abfarmen. Oh nö, ihr schon wieder. Sag mal, ich habe gerade da unten eine Meldung gekriegt. Habt ihr meine Rüstung kaputt gemacht? Nö. Gut. Los. Ab nach Helheim mit dir. Jetzt stellt sich mir die Frage. Es ist ja der nordischen Mythologie alles nachempfunden. Die Monster, gegen die ich gerade gekämpft habe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Kommen die aus Utgard? Aus Helheim? Helheim? Oder aus einer anderen Unterwelt? Ich glaube, Yggdrasil beherbergt drei Unterwelten. Und Helheim ist, ja, die sogenannte Hölle. Da regiert Hel, die Tochter Lokis. Utgard weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wölfe, aus der Schnelle kommt ihr hier runter? Ja, sie kommen runter. Ey, was macht denn ihr? Nein, ich will da hoch. Ich will den Loot haben. Aber Utgard weiß ich gar nicht, jetzt auf die Schnelle gar nicht, wer da wohnt. Aber es gibt doch drei Unterwelten. Midgard ist Mitte des Weltenbaums. Asgard ist in der Krone. Neben Asgard gibt es dort noch drei weitere Planeten. Das weiß ich. Weiß aber gerade nicht auf die Schnelle, wie die alle heißen. Vanaheim? Ich glaube, das ist das... ach man, sag schon Zwergenwelt? Was ist die Zwergenwelt? Vanaheim? Weiß ich. Ich weiß das jetzt nicht so auf die Schnelle. Hier, upgraden. Es reicht! Yay! Neue Rüstung. Herstellen. Nice, wir haben eine neue Rüstung. Die haben wir auch sofort an. Helm habe ich im Übrigen ausgeschalten. Ich könnte es einschalten, will ich aber nicht. Um ehrlich zu sein, weil... Warum? So, das kann weg. Das müssen wir gleich reparieren.
Und die Rune kann tatsächlich auch weg. Waffendings aufwerten. Alter, das reicht gerade so. Macht 93 Schaden und das macht 90. Aber das kann ich nicht machen. Das heißt, wir bauen uns wirklich mal das Schwert. Und ich, ja, wir haben ein neues Schwert. Boah, geil. Warte mal, ich will dich auch aufwerten. Hammer, Hammer, Hammer. Boah, diese Drohne manchmal nervt die richtig. Überall brauchen wir Holz. Oh, hier müssen wir ganz schön farmen. Munition, das hier war Werkzeug, ne? Ja. Zeig mal her. Eisensichel. Herstellen. Und die Spitzhacke. Wir müssen wieder Eisen farmen gehen. Nee, hä? Das ist alles Stein. Ja, war das kein Eisen? What the fuck? Von Stein auf Silber? Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber wir haben ein neues Schwert. Wir haben ein bisschen mehr Ausrüstung. Oder bessere Ausrüstung. Wir gehen ein bisschen farmen und erkunden, würde ich sagen. Holz brauchen wir immer, haben wir mitbekommen, wenn wir ein bisschen was bauen wollen. Essen. Geh weg, Schwein. Alter, das Schwert. Hätte das Schwert das Biest jetzt gewonnen-hittet? Wenn das nicht schon durch ein Dings Schaden gekriegt hätte, durch den Pfeil? Schwein! Heute Abend gibt's Koteletts! Ach, die geben auch Fell. Schön! Alter, Two-Hit! Ernsthaft? Das Schwert ist geil. Das Schwert ist ja mal geil. Ja, geh mal weg. Geil. Sorry, dass ich hier überall anhalte und alles mitnehme, aber... Was muss, das muss. Okay, der hält mehr aus. Lichtenwald 20. Warum hat denn der jetzt so viel ausgehalten? Das verstehe ich nicht. Okay, wir sind wieder in so einem Grasgebiet. Da ist wieder Sumpf.
Ich muss einfach alles mitnehmen. Ich will eine richtig schöne Base haben. Und das andere Zeug ist dann alles Verpflegung. Mist. Hier ist wieder so ein Feuer. Das ist doch wieder so eine Base. Alter, der hat einen Schwick getreten. Der hat mich weggetreten, der Arsch. Der traut sich was. Level 6 sind wir schon. Schön. Was? Essen. Noch mehr Essen. Ich denke mal, wir werden uns dann bestimmt schon das erste Essen herstellen können. Wir haben jetzt so Fleisch. Warum kriegen wir von den Wölfen eigentlich kein Fleisch? Das verstehe ich nicht. Weil es sind Tiere. Da oben ist noch was. Oh, das gab erstmal Damage. Schon wieder so eine Base, los. Diese Bomben einfach. Geh mal bitte weg, du stirbst. Kein Bock, dass du hochgehst, während ich am Looten bin. Ehrwürdiger Schatz Level 1. Okay, Ozean, schön. Noch mehr Ozean, hier ist schon wieder zugesperrt. Warum? Was bist denn du? Du bist ein Eisriese. Das Jötunheim. Die Jötner sind auch hier? Bleib hier. Alter. Ich habe einen Speer im Kopf gehabt. Habt ihr das gesehen? Aquamarin. Oh, cool. Alter, die haben Power. Die haben Power. Ich hab schon wieder einen Speer im Körper stecken. Bescheidener Schatz Level 1. Ah, okay, es gibt auch Unterschiede in den Schätzen. Interessant. Königskerze. Was? Seetang.
Kann man die? Die kann man töten. Geben die Essen, ne? Krabbenpanzer. Okay. Pinguine. Das sind keine Pinguine, oder? Die können ja fliegen. Schon wieder ein bescheidener Schatz. Dunkelpfeil habe ich bekommen. Okay. Robben! Fragt nicht, warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht. Aber die haben mir irgendwas gegeben. Das sehen wir dann, wenn wir das Inventar wieder ausleeren. Ja, ey, nö. Trau dich doch mal runter. Mal gucken, ob du dann immer noch auf mich schießen tust, wenn du ein paar Schläge einsteckst. Aquamarin, was kann man daraus machen? Schon wieder Königskerze. Wo ging's hoch? Da hinten, okay. Wo sind wir auf der Map? Naja, gut. Ich kann dann wieder T drücken, um den Beefriss zu ordern. Das ist schön. Ah, ich glaube, mit Level 6 brauche ich noch gar nicht an den Boss rangehen. Das ist. Da bin ich doch One-Hit für den. Der lacht mich doch eher aus. Die Zwischenbosse und Hauptbosse, die haben doch immer mehr Life und mehr Attack Damage. Ah. Ich habe eine Alge geangelt. Eine scheiß Alge, ernsthaft? Nochmal. Schon wieder eine Alge. Hä? Das Spiel mobbt mich. So, alle guten Dinge sind drei. Ich will jetzt noch mal einen Angelplatz finden, ne? Alter, dieses Schwert. Das rasiert richtig. Und ja, ich nehme wirklich alles mit, was ich finde. Wie ihr das sicherlich mitbekommt. Außer Bäume. Die nehme ich nur ab und zu mal mit. Da ist ein Hirsch. Moment. Hi. Stopp. Dane der Hirsch. Weltenbaumhirsch wurde geehrt. Eventfragment. Okay. Ich müsste dann echt mal Dings skillen, dass ich mehr Loot rausbekomme hier, wenn ich farme.
Wenn ihr das gerade hört, was hier langfährt, es tut mir leid. Bei mir unten fährt gerade die Feuerwehr lang. Ich stand im Nachbarhaus. Hier geht's hoch. Aber hier oben gab's nichts Besonderes. Das haben wir halt auch schon teilweise aufgedeckt. Da oben waren wir ja sogar schon. Okay, lila Punkte auf der Map. Es ist Nacht. Selbst ohne Valkyrenrüstung bin ich zu fett, dort durchzukommen. Geil. Wir werden auch ein bisschen in der Nacht noch hier suchen. Weil Loot und so, ne? Okay, der leuchtet. Pilzmondblitze. Tut mir leid, wir fahren gerade zurück. Ui. Mitternachtseiben drehen. Geil. Kann es sein, dass diese großen Bäume nur, wenn es dunkel ist, Früchte tragen? Weil das sind doch die, die sonst nichts haben. Hehlmonster Fingernägel bekommen, was? Warum? Warum kriege ich Fingernägel von den Monstern? Hä? Why? Was ist denn das hier? Wow. Nee, da schieße ich mich nur dumm und dämlich. Das muss nicht sein. Hier gibt's keinen Schatz. Ebereschen-Essenz. Die leuchten wirklich nachts. Eins. Da habe ich nichts. Leer, toll. Ey, mein Schwert ist fast broke. Ich muss zurück zur Base. Und ich muss bestimmt noch wieder Dings reparieren. Werkzeug. Da werden wir mal zurückgehen. Gucken, ob es das Schwert noch aushält bis dahin. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hier, das ist so ein großer Baum. Die leuchten wirklich nachts und da gibt es dann anscheinend besseren Loot raus. Das ist natürlich geil. Da müssen wir auch nachts farmen gehen. Was willst du? Nach Hause zurück, da lang, okay. Wir können wieder 2 Segenpunkte verteilen, das ist geil. Essen, Essen, Essen. Alles fürs Essen und noch ein bisschen Holz mitnehmen, schnell. Damit wir die ersten paar Sachen bauen können.
So, Trautesheim, Glück allein, wir sind zu Hause. Ja, es ist eine Menge bei rumgekommen. Vor allem Ringe. Warum Ringe? Fragment machen wir auch erstmal weg. Angespültes Lichtschild 1. Rüst mal gleich aus. Ja, Sichel ist broke. Was haben wir hier? Seelenhüter, da muss ich hier natürlich reingehen. Erstmal ganz kurz. Nein, jetzt habe ich es weggeschmissen. Jetzt ist es ausgerüstet. Jetzt ist es ausgerüstet. Du behältst im Falle deines Todes 15% deiner Seelen. Okay, das ist nice. Du erhältst eine Chance von 20%, die durch Gegner erhaltene Beute zu verdoppeln. Okay, die bleiben erstmal ausgerüstet. So. Erste Mal. Wo war Werkzeuge? Hier. Wir skillen erstmal das komplett hoch, denn es nervt, dass die so schnell kaputt gehen. Und das machen wir dann auch für Waffen und Rüstung. Kann man dich weiter aufwerten? Nee, schade. Ehre Götze des Lebens. Dieses Bildnis trägt das Abbild von A, die Göttin der Heilmittel. Trinke von dieser Statue, um für eine gewisse Zeit Heilung zu erhalten. Okay, das ist geil. Die müsste man vielleicht immer im Inventar haben. So. Ich muss es nochmal leveln tatsächlich, damit ich Stufe 3 habe und dann alles frei habe. Obsidian. Okay. Essen. Pflanzensaft, Stapel 6. Maximale Stapel 6. Vermisst du Valhalla schon? Ein vergessenes Getränk zum Überleben. Heilt eine geringe Menge. Nach dem Verzehr bezieht eine zusätzliche Chance, eine Heilkugel zu erhalten. Heilt eine mittelgroße Menge. Da würde ich dich doch eher mal aufwerten, wenn das geht. Und gleich verbessertes Essen herstellen. Eine einfache vegane Mahlzeit, die deinen Kampfgeist stärkt, heilt eine mittelgroße Menge. Fischspieß. Heilt eine geringe Menge. Wir haben gar keinen Fisch. Okay. Schön. Wir müssen aber tatsächlich noch mehr farmen. Okay, das war's an Pfeilen. 2, 2, 2, 2. Was brauchen wir hier zum Aufwerten? Gold. Was? Stein. Ach, das haben wir alles. Jetzt kann man Holzbretter, vor allem Holzbretter herstellen. Für Stein und geschmiedetes Eisen brauchen wir also Gold. Okay. Ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.